willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Interview hier vom Frankfurter Börsenbalkon. Ja, und es war gut was los in dieser Woche. Jetzt haben wir Freitag, kurz vorm Wochenende, und dem DAX ist ein bisschen die Puste ausgegangen. Aber bevor wir auf den DAX-Chart gucken, haben wir noch einige andere spannende Charts dabei. Es ist Zeit für die Zwermann-Analyse, und dazu begrüße ich jetzt natürlich ganz herzlich mir telefonisch zugeschaltet Chris Zwermann von Zwermann Financial. Herr Zwermann, bevor wir auf den DAX schauen, habe ich ja schon gesagt, es gibt noch andere spannende Themen in dieser Woche, denn wir hatten da quasi die Rede von doch gemeinsamen Euro-Bonds oder was in die Richtung. Da haben wir gehört, Merkel, Macron in seltener Einigkeit quasi. Wie hat sich das jetzt für den Euro zum Beispiel jetzt im Vergleich, wenn wir ihn anschauen, auf den Schweizer Franken bemerkbar gemacht? Ja, also diese Woche ist an dieser Stelle sehr viel passiert politisch. Man kann sagen, eine Art Neustart in Europa durch sogenannte MM, also sprich Merkel-Macron-Bonds, die ein bisschen anders sind als Corona-Bonds, weil im Grunde genommen jedes Land nur für seine eigenen Schulden haftet, aber eine gemeinsame Anleihe aufgelegt werden soll in Höhe von 500 Milliarden. Die Welt hat schon regelrecht darauf gewartet, auf so eine Art von Anleihe in diese Richtung. Und der Euro hat daraufhin, also diese Woche, wir sehen jetzt erstmal gegen Schweizer Franken, seinen Abwärtstrend hier deutlich gebrochen, im Hoch 1,0662 erreicht, wurde inzwischen nicht ganz gehalten. Aber es hat dazu geführt, dass der Euro insgesamt fester wurde, und man fragt sich natürlich, was hat das für Auswirkungen. Ich bin der Meinung, es könnte tatsächlich dazu führen, dass wir etwas mehr Kapitalzufluss nach Europa bekommen und ein höherer Euro in dem Moment nicht gerade eine Bremse ist. Und wenn hier der Schweizer Franken dadurch etwas schwächer geht, dann heißt es natürlich auch, dass weniger Flucht in den Schweizer Franken ist, was ja für die allgemeine Sicht auf die Märkte auch nicht ganz so schlecht ist. Also nicht ganz so schlecht. Das war der Blick auf den Euro zum Schweizer Franken. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, das klassische Währungspaar Euro zum US-Dollar. Wie sieht es da aus? Ja, es sieht so aus, als wäre man in den Startlöchern und hätte sich nicht getraut, rauszuspringen. Also wie wir hier sehen, spielt der Dollar natürlich auch noch eine größere Rolle. Und wir hatten ja in letzter Zeit immer so etwas Flucht in den Dollar, sobald die Aktienmärkte etwas geschwächelt haben. Jetzt haben wir diese Woche zum ersten Mal die 1,10 wieder getestet, und wir sehen schon, es gibt so eine Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr, die würde nach oben gebrochen werden, wenn wir diese 1,10,15 gleichzeitig 200-Tage-Linie überschreiten würden, und dann würden wir so etwa bei 1,13 landen. Kurzfristigerweise muss man sagen, um ein bisschen Anlauf zu nehmen, würden wir hier bis 1,0850 eventuell nochmal zurückkommen, wo wir gerade auf dem Weg dazu sind, um dann nach oben auszubrechen. Also ich glaube nicht, dass das ein Negativzeichen im Endeffekt für die europäischen Aktienmärkte ist, sondern eher ein Zeichen dafür, dass man vielleicht in Richtung Stabilität geht. Also Stabilität ist jetzt nicht so direkt das Stichwort, was die Märkte heute Morgen sich so vorgestellt haben. Da haben wir nämlich gerade beim Hang Seng gesehen, der ist um über 5% abgetaucht, denn man befürchtet Unruhen, nachdem es heißt, China will mehr Kontrolle, also noch mehr Kontrolle über Hongkong haben. Wie hat sich das hier im Chart bemerkbar gemacht? Ja, es findet ja im Moment der Nationalkongress in China statt, und man hat heute Morgen klar und deutlich gesagt, dass es im Grunde genommen zwei Länder und ein System gibt, und im Grunde genommen bedeutet das für Hongkong, dass man natürlich sich weiter und weiter von seinem derzeitigen System verabschieden muss. Und das hat der Markt auch gleich in der Richtung verstanden. Na klar wird es jetzt mehr Unruhe geben, zusätzlich zu dem Konjunkturrückgang, der ja schon da war, auch durch Corona. Also das heißt, also mit oder vorher gab es auch schon sehr viele Unruhen. Technisch gesehen wäre es so, wenn wir unter diese 22.500 fallen beim Markt in Hongkong, dann würde das Risiko noch viel intensiver werden. Also das heißt, einer der Märkte, der jetzt nicht sich nach oben öffnet, sondern wo man sieht, Korrektur gemacht und das Risiko nach unten nimmt zu, könnte natürlich an der Stelle auch auf den chinesischen Markt etwas abfärben.
Also schauen wir weiter jetzt, nachdem wir auf den Markt in Hongkong geguckt haben, weiter in Richtung USA. Nasdaq, da sehen wir eine Erholung und Sie sagen, die ist V-förmig. Schauen wir uns die mal genauer an. Ja, also wer weiß, wie ein V aussieht, der kann hier relativ deutlich sehen, dass das also diese Art von Erholung ist. Ich weiß, dass es nur der Nasdaq 100 ist und nicht der S&P oder auch nicht der Dow Jones, aber die haben das eventuell ja auch noch vor sich. Aber wir sehen, dass diese Höhen, die erreicht wurden, 9.500, auch im größten Teil so nach und nach immer wieder gehalten werden. Das heißt also, wir korrigieren oder kommen eigentlich sehr wenig nach unten und hätten hier bis 9.000 eigentlich erstmal für eine Korrektur eventuell noch Platz. Grundsätzlich geht es darum, dass das sich also auch auf andere Märkte mithin übertragen wird und deswegen auch man darauf achten sollte, ob nicht viele andere Märkte auch in diese V-Erholung übergehen. Einzelwerte haben wir auch am Start und da haben Sie uns Camping World mitgebracht. Also gehen jetzt alle campen, weil anderer Outdoor-Urlaub oder generell Urlaub nicht mehr möglich ist? Und was heißt das jetzt hier für den Chart? Ja, es ist natürlich so, Camping World ist nicht nur für Camping zuständig, sondern ein Outdoor-Ausstatter. Und mir geht es im Moment eigentlich ein bisschen mehr darum, was kann also nach Corona vielleicht nachhaltiger gemacht werden, von Kochtöpfen bis bestimmte andere Gewohnheiten oder auch etwas, was man mehr machen wird. Wenn man nicht mehr so viel fliegt, könnte man vielleicht auch mehr wandern oder und so weiter und so weiter. Also auch hier nur erstmal ein Beispiel für eine V-Erholung, die jetzt eigentlich schon über dieses V hinausgeht. Also bei 17 brach die Aktie ein, hat jetzt diese Woche, ist ein Wochenchart, diese Marke sogar mit einem kleinen Gap übersprungen und Zielgröße wäre in dem Fall 27 von derzeit 20, also wäre noch etwas Luft. Also ein Beispiel dafür, dass also etwas auch mehr als ein V werden kann. Also jetzt haben wir es lange genug spannend gemacht. Ich habe ja eingangs schon gesagt, beim DAX, der schwächelte gegen Ende der Woche dann doch. Also der hat schon am Feiertag abgegeben. Dann heute Morgen, also Freitagmorgen, ging es unter die Marke von 11.000 Punkten. Sie sagen jetzt aber, wir schauen erstmal auf den Kurs DAX. Was zeigt der uns für ein Bild aktuell? Ja, den Kurstag deshalb, weil der Kurstag eigentlich immer die Wahrheit sagt und nicht sozusagen wie der Performance-DAX dann das Ganze etwas verschwommener sieht. Also wir sehen den Kurstag hier und mir geht es hauptsächlich darum, diese Erholung zu bewerten, die wir gemacht haben von diesen 3.670 etwa auf 4.970. Und dann gab es eine Korrektur. Von dieser Aufwärtsbewegung, darum muss es ja eigentlich im Moment jetzt gehen, haben wir exaktes 38,2% Korrektur gemacht. Das heißt, wenn wir das gemacht haben, was beim DAX selbst noch nicht ganz so weit war, dann berechtigt das für einen weiteren Anstieg. Also auch wenn das diese Woche etwas ausgebremst wurde, wäre hier ein weiterer Anstieg, der das Gap da bei etwas über 5.000 und dann bis zum nächsten Retracement von 5.190 als nächste Bewegungen zu erwarten sind. Aber jetzt schauen wir noch mal weiter auf den DAX Weekly und welche Marken da jetzt gerade besonders relevant sind. Ja, wir sehen, wir hatten dieses Hoch angesprochen jetzt hier vor 3-4 Wochen mit der 11.235 und haben dann korrigiert im Grunde genommen auf 10.160 letzte Woche. Das Ziel sollte an der Stelle sein 10.100, wie wir sehen. Jetzt haben wir das nicht ganz gemacht. Aber wie der Kurstag gezeigt hat, könnte man das an dieser Stelle auch schon als diese Korrektur werten. Jetzt haben wir diese Woche nochmal ein Hoch gemacht, was etwas höher war als die Woche, als die Wochen zuvor. Wenn wir jetzt sozusagen das Tief dieser Woche, also sprich 10.700 in etwa, halten werden, dann gibt es die nächste Bewegung, die in diese Richtung geht, dass wir 11.680, sprich 61,8% von der ganzen Abwärtsbewegung machen. Und die Zielgröße aus der Länge der Welle wäre allerdings an der Stelle schon 12.000, was der 200-Tage-Linie dann doch schon relativ näher käme. Also wichtig ist, nach Möglichkeit nicht unter 10.700 und dann die Aufwärtsbewegung fortzusetzen.
Schauen wir am Schluss auf den schwedischen Markt, weil in Schweden hat man ja, was das Thema Corona betrifft, eine Art Sonderweg gewählt. Wie hat sich das jetzt hier am Markt bemerkbar gemacht? Ja, der schwedische Markt, eigentlich ist er mehr oder weniger wie der DAX gelaufen, könnte man sagen. Wir sehen diesen Anstieg von 1260 auf 1600 und diese Korrektur letzte Woche, auch da 38,2% an dieser Stelle sogar viel besser als der DAX, übererfüllt, könnte man sagen. Und jetzt ein weiterer Anstieg. Ich habe jetzt mal die Länge der möglichen Bewegungen nach oben hier eingezeichnet, was in dem Fall 1675 oder sogar 1800 wäre. Also von der Seite her kann man hier auch viele andere Märkte als Beispiel nehmen, wo diese Korrektur der Aufwärtsbewegung eigentlich schon stattgefunden hat und man versuchen sollte, sich nicht zu negativ einzuschießen. Nicht versuchen, sich zu negativ einzuschießen, das lasse ich einfach als Schlusswort mal stehen. Das waren die Charts für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns bestimmt nächste Woche wieder. Danke, Herr Zwermann. Ja, und gesund bleiben natürlich. Definitiv. Ja, liebe Zuschauer, auch Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, sehen wir uns natürlich dann gerne nächste Woche wieder. Machen Sie es gut. Tschüss.